Wir befinden uns hier auf der Gemarkung Dinkendorf, einem Aussiedlerhof in der Gemarkung Seebettlen. Die Situation war folgende: Es brannten zwei Bauwägen in voller Ausdehnung, die unmittelbar an einem Bauernhof angrenzend gestanden haben. Das Feuer hatte auf angrenzende Bäume bereits übergegriffen und drohte auch auf Stallungen überzugreifen. Aber dadurch, dass der Wind günstig stand in Richtung Osten, konnte das Übergreifen mit dem schnellen Eingreifen der Feuerwehr verhindert werden. Tiere oder Menschen sind nicht verletzt worden, waren dann auch nicht in Gefahr. Genau, das Problem hier war die Wasserversorgung auf einem Aussiedlerhof. Hier musste eine Wasserförderstrecke über lange Wegstrecken gelegt werden von rund 500 Meter. Das hat aber sehr gut funktioniert im Zusammenspiel mit den Feuerwehren aus Ostfildern und Denkendorf. Es waren insgesamt rund 60 Einsatzkräfte vor Ort. Von der Feuerwehr Denkendorf ca. 30, von der Feuerwehr Ostfildern ca. 30 Einsatzkräfte mit insgesamt 10 Fahrzeugen. Die Feuerwehr Esslingen hat unterstützt mit dem Gerätewagen Abendschutz. Jetzt werden noch Nachlöscharbeiten durchgeführt. Das Brandgut muss auseinandergezogen werden, um die Glutnester vollends ablöschen zu können. Das war gut, dass wir gerade diesen Ostwind haben. So hat er das Feuer weggedrückt von den Stallgebäuden. Das war in diesem Fall positiv, ja.